Herzlich willkommen wieder zurück bei mir auf dem Kanal und auch auf Twitch mit dem Storm. Grüßt euch, Leute. Ja, wir spielen heute wieder Conan Exiles und wir spielen auf unserem Community-Server und wir haben ja letzte Woche hier schon einiges gebaut. In der Zwischenzeit gab es auch wieder ein paar Patches. Unter anderem wurde das Trebuchet freigeschaltet, also eine Belagerungswaffe. Und es gab auch Fixes beim, beziehungsweise Patches beim Bauen. Und wir hatten ja letzte Woche hier ein bisschen stärkere Probleme, vor allen Dingen hier unten die Fundamente zu setzen. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Stein. Wir sehen ja, wir haben hier immer noch das Loch, was wir nicht flicken konnten. Jo, gucken wir mal, ob es jetzt möglich ist, ne? So, dann, nee, das nicht. Das bauen wir mal. Übrigens sollte der Storm jetzt nicht mehr ganz so matschig aussehen. Der hat sich mal eine neue Webcam gegönnt. Stimmt, schon installiert, einsatzbereit. Ist ein gutes Stück. So, okay, also ich krieg's noch nicht. Ah, da passiert was. Und? Wie sieht's aus? Noch ist es rot. Darf nicht mit einem anderen Objekt überlappen. Warte, mach mal die Tür zu. Nee, passt immer noch nicht. Schade. Eventuell. Ah, ich sehe, was passiert. Es snappt zweimal. Okay, ich reiß mal das hier noch mit ab. Boah, was alles rauskommt jetzt. Eieiei, was ist denn passiert? so passt es immer noch nicht. Was ist, wenn ich. Alter, man sieht ja gar nichts mehr. Wenn ich das noch mit abreiße. Nee, dann immer noch nicht. Ich bin mir sicher, das geht irgendwie. Also rechts und links geht's. Ich brauche bestimmt wieder nur irgendeine so perverse. Oh, da war's hell. Da war's ganz kurz hell. Ah, warte, warte, warte. Jetzt ist eine Millimeterarbeit. Jetzt. Warte, warte, warte. Da. Zack. Man braucht immer nur so einen perversen Kamerawinkel und dann geht's. Krieg ich jetzt noch die anderen beiden rein? Ja, das ist die Frage. Probier mal. Der passt. Und der. Hey. Oh, nee, der passt nicht, oder? Gar nicht mehr. Nee. Ja, mal gucken, vielleicht krieg ich's auch mit irgendeinem so perversen Kamerawinkel rein. Ist wahrscheinlich die Wand abreißen und dann von da aus. Nee, ich glaube. Oder durchs Fenster glotzen. Wenn, dann muss ich einfach die anderen abreißen und bis zur Außenstelle neu bauen. Frustrating. So, dann. Ist egal. Kann nicht so schlimm. Ich will keine Löcher. Wie sieht denn das aus? Alter, was ist da alles rauf? Brauchst du mal aus dem Boden? Alter, das eskaliert wirklich ein bisschen. Wie so eine Atombombe. Puh. So, jetzt passt's nämlich. Gucken, jetzt krieg ich bestimmt noch die anderen beiden wieder ran. Kann ich eigentlich klatschen? Zack. Jetzt mach ich nochmal Stein. Welches abbauen oder ist noch genug da? Ja, ist noch welches da. Sehr gut. Also ich würde sagen, es wird nicht perfekt gepatcht, aber zumindest konnte ich jetzt ranbauen. Letztes Mal ging es ja gar nicht. Ja. Zack. Ja, passt doch. Das ist hier zwar so ein leichter, kleiner Spalt, aber naja, besser als so ein Riesenloch. So, und was wir uns heute gedacht haben, wir wollen mal das neue Färbesystem ausprobieren, denn es gibt jetzt die Möglichkeit, Kleidung einzufärben, um sozusagen ein bisschen persönlicheren Touch dem Aussehen zu vergeben. Und es gibt die Möglichkeit, verschiedene Farben zu färben. Und um das zu tun, brauchen wir erstmal hier in der Werkbank des Schmieds können wir nämlich solche, ja, weiß nicht auf Deutsch, Formen. Schäfer? Nee, Formen bauen, wo wir dann die Glasflakons gießen können, sozusagen. Also wir stellen mal einen davon her. Und für die Glasflakons brauchen wir Kristall. Ich schau mal, ob wir schon Kristall haben. Nee, das haben wir nämlich, glaube ich, nicht. Wo kriegt man das her? Es gibt so eine Viecher, die aussehen wie, keine Ahnung, wie ich hier die beschreiben soll. Sehen ein bisschen spooky aus, also wie so Nashörner, aber nur anders. Okay. Und aus denen kriegt man Kristall. Also, Dann würde ich mal rumlaufen, welche suchen. Ja, irgendwo an der Küste da unten. Ich weiß, wo die sind am besten. Wir gehen gleich zusammen. Okay. Achtung, wieder Nashorn vor der Haustür.
Ja, direkt drinne. Nee. Aber ich hol's mal an und nutze ja unser Haus als. Nee, Ah, nee, guck mal, da bist du ja schon. ich mach's lieber von hinten platt, weil. Und vorne kriegst du so gut wie keinen Damage. Und benutzt meinen alten Ich-renn-rum-Trick. Sehr gut, ich baller mit dem Pfeil drauf. Zack. So, dann nehme ich nämlich gleich auch mal sein dickes Leder. Wenn er was es gibt, natürlich kein bisschen dickes Leder, herrlich. Exotisches Fleisch. Mach ich mal Lagerfeuer rein. So, dann repariere ich mal meine Waffen kurz. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen da mal hin. Es ist nämlich eine ganze Ecke entfernt. Ja. Lass mich nur schnell ein bisschen Stein abbauen, damit ich mir ein paar Pfeile machen kann. Kannst du unterwegs? Hast du noch Eisen dabei, um deine Waffen und so zu reparieren? Nee, habe ich nicht. Nahrung und so hast du wahrscheinlich auch nicht bei, oder? Auch noch nicht, genau. Ich kann auch schnell Wasser holen, Na, Nahrung Wasser holen. können wir hier holen und Eier gibt es da oben. Dann nimmst du einfach ein paar Eier mit. Eier gehen immer. Irgendwann haben wir noch ein Lagerfeuer, haben wir noch genug Fleisch. Ich bekomme immer mehr Lust, wenn ich so an diese. Wenn ich mir die die Landebahn da angucke, die rüber zu bauen, auf die andere Seite. Ja, ne? Das würden wir auch schaffen. Ich glaube auch, ja. Das geht locker. Ich meine, wir brauchen dafür So. wahrscheinlich eine Milliarde Stein, aber. Sieht so meine Klamotten aus. Ich bräuchte noch mal. Oh ne, ich muss schon meine Klamotten reparieren, sehe ich gerade. Musst du Leder holen. Ja, müsste. Ach so, siehst du, da kann ich bei der Gelegenheit mal die Gerbereien und so wieder anschalten. Ja, dich ja deaktiviert. Ja. Kannst du eigentlich noch Klamotten bauen oder hast du es auch schon verlernt? Ich habe das nicht verlernt. Kannst du mir noch Handschuhe machen? Handschuhe. Hm? Du keine an oder was? Nö, ich habe nur so eine Achso, nee, Handschuhe Billo-Handschuhe. kann ich nicht herstellen, aber ich kann uns zwei mittelschwere Kappen herstellen. Was sind denn Kappen? Eine Kopfbedeckung. Ach so, ja, die habe ich noch gar nicht. Nee, Handschuhe kann ich nicht. Ich glaube, ich hatte die Skills vorhin zurückgesetzt, da hatte ich nicht wieder alles Ja. eingestellt. Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall die Glasflasks, also diese. Ich habe ja das Wort vergessen. Form? Ja, genau. Ich überlege nur gerade, wo man dann das. Ach so, ja, ich glaube, das Glas selbst, das legt man. Ah, ja, genau, so war das. Man legt dann in den Ofen Kristall und diesen Flask und dann wird daraus. Werden die Flakons daraus hergestellt. So. Eis 25, jeder 25 sollte reichen. Den Rest mache ich. Das legen wir ab. So, das sind die Kisten, dann kommen wir weiter. Äste und Steine für Zubereitung. Das in den Grill. Dann sind wir soweit. Okay. Ja, dann sollten wir mal langsam los, denn ich glaube, es wird bald dunkel. Können wir? Na dann, Mach go, doch bis go. hier. Es sind schon ein paar Meter bis dahin, auf jeden Fall. Okay. Ja, verklären wir auch noch. Alter. Komm her, Junge. Sehr gut. Wie geht denn mein Ausdauer schon wieder so schnell runter? Hast du die vielleicht nicht geskillt? Nimm mal hier die Eier mit, falls wir nachher. Mhm. Nimm die auch mal zwei mit. Das sind nice Snacks. Habe ich.
Krokodil! Wo? Achtung, hinter dir! Kill es! Ist es tot? Ja. Ja. Hol mir schon die dicke Haut. Oh, das ist noch ewig weit bis zu den Viechern, ey. Mal gucken, was wir da noch alles unterwegs finden. Ja. Ich sprinte mal hier vor. Ich bin direkt hinter dir. Boah, jede Menge Hyänen. Voll krass. Ah, da ist diese Spinni-Höhle. Die müssen wir dann auch irgendwann mal... Nö, das müssen wir jetzt nicht, aber da müssen wir irgendwann mal rein. Ey, diese Lags sind nicht besser geworden mit diesen blöden Hyänen. Überhaupt nicht. So, wir haben jetzt da hinten, ich glaube hinter diesem Berg, oben sind dann welche von denen, was wir brauchen. Sind schon wieder Hyänen. Da ist auch eine Hyäne. Alter, hier ist alles voll mit den Viechern. Wo ist denn langgelaufen? Ah! Ach da. Alles schnackt an mir. I'm coming! Also ich weiß manchmal nicht, ob es ruckelt oder ob es einfach nur hinter hässlich uns lag. Hyäne. Das leckt einfach nur. Ich bin immer so hin und her gerissen zwischen Lag oder Ruckeln. Dann stelle ich mal meine Grafikeinstellungen runter, was eigentlich nicht sein muss. Und dann habe ich trotzdem Probleme. Hm. Ey, ich schwöre, jetzt alles voll mit Hyänen. Was geht denn ab? Voll gut. Auch hier ratten die Viecher. Da kommt die nächste. So, und da unten sind erstmal NPCs, genau. Achtung, Spinne hinter dir. Können die ja fangen, ne, die NPCs? Hast du mal einen mitnehmen und fangen? Nee, ich habe nichts dabei dafür. Das war so ein Leibeifinger herstellen, ne? Nee, einfach nur ein Knüppel und ein Seil. Ach so, Knüppel und Seil geht auch. So, aber die können wir, glaube ich, wegkloppen. Die sind noch relativ low-bobs hier. Boah, Alter. Lobobs, doch nicht. Die haben alle Pfeil und Bogen. Ja? Ja, ich muss... Halt bloß dein Schild, ich baller die ab. Ja, mach mal, mein Schild hält nicht ewig. Alter, mach den hier Pfeil und Bogen, aua. Ist down, ne? Down. Boah, der hat Pfeile, der eine, wenn du die haben willst. Immer her damit. Ja, Äste und Steine sind auch geil. Ich vergesse mal, dass ich noch relativ low bin hier auf dem Server. Ach, na, so low bist du eigentlich gar nicht. Ich bin schon ein höheres Level gewohnt. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Langsam wird's dunkel, aber da hinten sind die Viecher, ich weiß es. Irgendwo. Dann go. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Hyänen. Alter, Spinne, Vieh. Hier geht's gerade richtig ab. Zack. Stirbt alle. Kann ich mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll denn das? Fick dich. Ich muss da kommt eine Spinne angekrabbelt. Echt? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach da. Alter, hier ist richtig Stress. Boah, ich flieg gleich runter. Da sind auch wieder Hyänen. Guck mal, das ist eine kleine Insel da drüben. Ja. Also wenn hier nicht Stress ist, weiß ich auch nicht. Hier ist ja keine Sekunde Ruhe. Da sind wieder NPCs. Lass mal einen knüppeln und fangen. Brauche ich Bock? Ich habe keinen Stuff dafür. Wie oft denn noch? Braucht doch nur
irgendwie Pflanzen. Ja, aber wir haben doch noch gar keinen Pain of Wheel. Wheel of Pain, was wollen wir denn mit denen? Wir können mit denen nichts. Müssen wir erstmal bauen. Hauptsache fangen, am Baum binden oder sowas. Das bringt uns doch nichts. Das ist doch bestimmt witzig. So, wir müssen. Ach, hier ist ein Lager. Guck mal, da hinten hat jemand gebaut. Siehst du das? Oder wo stehst du? Da oben. So, pass auf, wir müssen jetzt hier auf die andere Seite des Flusses rüber, ohne dass wir die ganzen NPCs da anlocken. Ja. Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter dir. Ich hätte dich gerade kurz verloren, das hätte ich gefunden. Jetzt wird es natürlich dunkel, das habe ich geahnt, ey, dass wir es nicht so schnell schaffen, weil ich hier dauernd schnetzeln muss. Naja, wir haben ja fucking, ist ja nicht so schlimm. Ach, die bringen uns gar nichts. Pflanzenfasern, immer schön Pflanzenfasern holen. Da oben ist eins von den Viechern, was wir brauchen. Vielleicht mit den roten Rücken? Nee, die kriege ich doch die ganze Zeit. Nee, da rechts, guck mal. Da sind zwei sogar gleich, aber die sind schon ein bisschen härter, ne? Ja. Boah, was hast du denn da für den Stress angelockt? Was Dickes. Guck mal, da, wo sind die jetzt hin? Oh, nö. Ja, ich seh's. Wo denn? Na, hier, direkt vor uns. Wo denn? Diese Teufelfische. Wo bist du denn? Aussehen. Keine Ahnung, wer das ist. Seh ich nicht mehr. Ich schlitz einfach eins ab. Ich schlitz das andere ab. Sind da nur Steinkreaturen oder was? So, und dann musst du mit der Pike auf die einhacken, dann sollten wir Glas raus, Kristall rauskriegen. Okay. Mit der also Pike. Entweder mit der Pike oder mit der Axt, ich bin mir gerade nicht sicher. Also mit der Pike habe ich gerade nichts bekommen, probier mal die Axt. Ne, mit der Pike ist richtig. Ach, Kristall. Okay, also ich habe nichts rausgekriegt aus dem. Ich habe nur Schwefel, aber das brauchen wir auch für nachher. Das ist ein witziges Vieh. Okay, ich hab's gelootet. Okay, so, jetzt müssen wir mit Fackeln weiter. Ich sehe nichts mehr. Und hier hinten müssten es noch mehr von denen geben. So unten nicht. Ich guck mal gerade. Von hier oben sehe ich keins. Also hier hinten eher. Ich nehme mir mal ein paar Faser mit. Ja. Damit ich meine Fackel gleich reparieren kann. Was brauche ich denn, um den Bogen zu reparieren? Tierhaut. Ich brauche Tierhaut. Wo bist du denn? Stopp. Hier. Liegt da. Ah, cool. Danke. Alter, also Hyänen gibt's hier echt mehr als genug, ne? Da hängst du. Ich höre da schon wieder eine Hyäne. Ja, eine stresst sich hier auf dem Berg. Die hängt da fest, kill die mal. Stirb. So, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr als 8 Kristall, damit kommen wir nie weit. Na, ich habe jetzt 20 insgesamt gefarmt. Okay, das ist aber auch nicht so viel. Mhm. Achtung, Hyäne hier. Hyäne. Wo kommen die denn alle her, ey? Da ist noch eine. Alter, sind so nervig. Ich höre ein mieses Geräusch. Guck Alter, mal. Da schnackt irgendwas anderes. Ja, lass uns da mal mit einmischen. Das ist genauso eins von denen, was wir brauchen. Siehst du, hast du ein Bergkristallvieh? Bleibe stehen, Alter. Warum schlägt denn der nur mit der Faust? Lol. Zack. Totschlitz. Der hat einfach mitten beim Schlagen die Waffe abgelegt. Nicht schlecht. Mann, gab das wenig, ey. Gerade mal 4. Na, dann mal weiter. Vielleicht finden wir noch mehr. Boah, ist da dunkel. Ich hasse dunkel. Dunkel sieht man nix. Dunkel. Siehst du immer erst, wenn es zu spät ist. Da ist noch eins. Da ist noch einer. Ganz schön hart, denke ich, die Viecher, wa? Na, okay. Boah! Wow. Ja, eine Hyäne. Noch eine Hyäne. Wo denn? Die kommt auf die angesprungen. Alter, gebt mir doch nicht alle auf den Sack. Jetzt habe ich aber ein paar mehr Kristalle. Jetzt habe ich schon 46. Ne, 48.
Sehr gut. So, aber wir sammeln noch mal ein bisschen mehr, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht kommt da hinten gleich noch mal so ein Vieh. Nein, jetzt habe ich meinen Bogen abgelegt. Wo ist mein Bogen hin? Da. Da ist noch so eins. Aber ich war schon wieder eine Hyäne. Hilfe! Mich schnacken gerade drei Viecher auf einmal. Oh, wieso gehst du denn schon vor? Na, wo soll ich denn Also ich komme sonst zu dir. hingehen? Der haut ja ab vor dir. Ja, der ist dumm. Immer dranbleiben. Ich weiß nicht, wo du immer hingehst. Ich habe außerdem gerade mein Ding jetzt gedroppt, meinen Bogen. Da hinten sehe ich ganz viele NPC-Lager. Oh, Yeah. Alter. Noch einer. Ey, wenn was Ein nervt bei dem Spiel, dann sind das Stresslevel. diese Scheiß-Hyänen. Vorne ist noch einer, oder? Ah ne, hier sind noch runtergerollt. Doch, ich höre noch was. Na, guck mal, hier oben. Ach, die triffst du niemals. Oh, ist der hier am Rumbacken? Es ist immer so komisch, wie die rumrennen können. Nashorn! Geil. Oh, da ist auch so ein Fiedeldächer nebenan. Oh Gott! Ich glaube, das ist jetzt richtig Stress. Und genau in dem Moment geht meine Fackel kaputt. Natürlich! Ist nicht so schlimm. Okay, Nashorn ist down. Loot du mal das Nashorn, ich kill das Vieh. Weil das Zeug verschwindet hier auch immer alles so schnell. Alter, ist das ein Stress hier? Voll gut. So. Ah, da oben das NPC-Lager kenne ich. Mann, dann komme ich hier sogar raid ich da immer durch schon. Locker easy. Okay. Aber da sind wir, glaube ich, hier noch weit von entfernt. Na, so. Putz. Oh Mann. Ich schalte gleich auf dem Server die Hyänen ab. Das ist ja unglaublich nervig. Wie viel Kristall brauchst du eigentlich noch? Naja. Ich glaube, ich habe schon genug, aber wenn wir schon mal hier in der Gegend sind, dachte ich, wir sammeln noch ein bisschen. Gehst du hin? Hoch. Ich will gucken, ob wir welche von diesen Bergkristallviechern finden. Ja, und dann sag Bescheid. Ich sehe ja sonst immer nur deinen Schatten. Ich sehe dich gar nicht mehr. Ach so, da bist du. Weißt du, ist der Vorteil hier, Logan? Also ich sehe dich immer sofort. Das heißt am Tag. Spinnen und ich kann kein Schild benutzen. braucht man nicht. Da durch. Boah! Kommt der denn her? Ich war von der Seite angekloppt, ey. Ey, was legt der denn jetzt immer das Item ab? Was ist denn los mit ihm? Scheiße, Eisenbarren. Ich habe Eisenstein mitgenommen. Bin nicht schlecht. Oh Oh, da ist eine Spinne. oh. Eisenstein bringt dir gar nichts. Bin Meine Klamotten gestorben. sind alle kaputt. Ich hab. Ha? Meine Klamotten sind alle kaputt und ich habe keine Tierhaut. Warte, habe ich noch Tierhaut? Ich habe Leder dabei. Bringt mir nichts. Doch, warte, ich habe Tierhaut. Komm her. Wie viel hast du denn? 30. Hier habe ich abgelegt. Ja, die sind durch den Boden gefallen. Fuck you, das Oder? kann nicht Nee, wahr sein. da sind sie. Okay. Schießt du irgendwas auf uns? Ja, hier so eine Hyäne. Nein, die Hyäne kann ja schlecht schießen. Also ich schieß auf die Hyäne.
Wenn hier irgendwas ist, dann sammel doch gleich mal Theod ein. So, brauchst du die so dringend? Ich glaube, einen Nagel haben wir noch genug, oder? Jetzt habe ich wieder genug Tierhaut. Oh, jetzt eine Höhle. Eine riesige. Ja, ist auch wieder so ein Dungeon, denke ich mal. Wollen wir mal reingehen? Ja, das ist, nee, das ist alles voller Spinnen. Ja, kenn ich schon. Gerade an. Batz, batz. Aber hier gibt es zum Beispiel Eisen, ne? Ja. Wie gesagt, ich kenne die Gegend hier, weil ich da meine Basis in der Nähe habe. Wo bist denn du eigentlich? An der Höhle dran. Ja, komm doch mal her hier. Jetzt muss ich hier zwei Spinnies klatschen. Irgendwas schnackt mich hier an. Ich sehe es aber nicht. Boah, ist das wieder irgend so ein Backvieh, was auf den Stein gesteckt. Warum das denn? Ja, weil du die ganze Zeit Gift gekriegt hast und du kein Schild benutzt. Oh shit. Ja, das stapelt sich ja und irgendwann bist du völlig tot von dem ganzen Gift. Okay, da bin ich so eben gestorben. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Dass du da nicht im Alleingang alle Spinnen plätten wirst. Dann hole ich mal schnell mein Zeugs wieder. Brauchst du nicht. Du verlierst es ja nicht. Achso, okay, das ist cool. Wann komme ich zu dir? Nee, brauchst du nicht. Ich bin schon auf dem Rückweg. Oh, war das schlecht. Ich bin zum ersten Mal in Kronan gestorben. Es gibt immer einen, der seine Basis direkt neben so einer, neben dieser Priesterstation hier baut. Warum denn? Ist das was Besonderes? Na, du brauchst die Priester halt nachher. Aber was Besonderes ist es nicht. Oh, ich hab gerade richtig Stress. Und es laggt. Es nervt. Es laggt gerade richtig, ne? Ja, ich merke es auch. Furchtbar. Okay, was können wir jetzt Geiles bauen? Ich liebe das, wenn es immer so laggt, wenn du an den Viechern dran bist, dass du einfach an den Scheißviechern vorbeilaggst, ey. Das heißt jetzt Rad der Schmerzen. Ja. Ein Körper, das. Nee, ein Rad, das den Körper stärkt und den Willen bricht. Alter, geh down. Leibeigenfinger, Knüppel. Boah, eine rote Spinne. Das ist eine krasse Spinne. Keine Ahnung. Klatsch die um. Ja. Hab ich. Und noch eine Hyäne. Ey, die Gegend hier ist echt uncool. So muss ich eigentlich lang. Ah, hier ist der Priestertempel. Boah, Spinnen, Hyänen, alles auf einen Haufen. Alter, das Schlimme ist, wenn du von der Hyäne verkrüppelt wirst und das verkrüppelnde Gift von der Spinne bekommst, kannst du dich gar nicht mehr bewegen. Ja, das ist richtig mies. Mega Stress. Junge, muss mir den ganzen Weg freischnetzeln. Diese Steinviecher attacken immer alles, ey. Der hat einfach jetzt gerade so eine Gazelle attackt. Nicht schlecht. Aber die sehen echt nice aus, diese Steinviecher, finde ich. Wie heißen die überhaupt? Keine Ahnung. Nicht drauf geachtet. Uah.
irgendwie verliere ich gerade die Orientierung. Und drück doch mal M. Okay, mal schnell die Basis angucken, wenn ich schon mal hier bin. Da hat der hochgebaut. Kannst du mir sagen, wo du bist, dann komme ich zu dir ungefähr. Nö, brauchst du nicht, ich bin gleich wieder zurück. Krass. Oh oh. Ist da jemand? Nee, das nicht. Keine Ausdauer mehr und ganz schön viele Viecher hier in der Gegend. Alter! Diese Steinviecher attacken gerade so ein Schildkröten-Dings krass und haben das gekillt. Oh, oh, jetzt kommt er zu mir. Hau ab. Ja, ich habe noch ein bisschen Ausdauer. Gekillt. Ja, jetzt muss ich aber mal langsam weg. Hier ist richtig Stress in der Ecke. ich heb mal das ganze Schwefel in der Kiste auf, ne? Ich habe jetzt 108 Schwefel oder so. Ja, nee, das Schwefel kannst du schon mal... Ah doch, mach es erstmal in die Kiste. Schwefel. Hä? Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Oh. Verdammt, Angst, jetzt habe ich echt ein bisschen die Orientierung verloren. Oh mein Gott. Was ist denn los? Alles voll. Ich renn einfach. Ich renn einfach. Ich renn einfach. Tschüss. Ich renn hau einfach. Ab, ich renn ab, einfach. Ab. Alter, ist hier viel, viel Zeugs. Oh nein. Ich laufe in die Arme von dem nächsten Viehzeugs und ich habe keine Ausdauer mehr. Lasst mich. Ich kann nicht mal ohne Ausdauer ein Schild heben. Ich gehe drauf. Ausdauer nervt. Ich würde dir entgegenkommen. Nee, mach nicht. Ich versuche irgendwie in den Tod zu springen und hoffe, dass der nicht hinterherkommen kann. Ich glaube, der Plan hat funktioniert. Geil. Alter. Ich bin einfach den Berg runtergejumpt. Freak. Ich bin gleich wieder da. Schön, dass du nicht gestorben bist. Ich kämpfe mir hier einsam und allein meinen Weg durch die Flora und Fauna. Oh nein. Ist aber auch nie Ruhe, ne? Seltener, wegen ganzen scheiß Hyänen, Alter. Von über irgendwoher kommt man eine Hyäne. Die sind so nervig, die Viecher. Die sind aber auch überall, ne? So, wie stelle ich denn so Knüppel her? Ast, Pflanzenfasern, Leder. Ich müsste halt schon längst wieder in der Nähe von der Basis sein. Wieso sehe ich die denn nicht? Ja, du kennst doch die Gegend von der Basis, oder? Du musst ja sofort schon zuerst die Gegend da kennen. Oh, Mann. Da ist wirklich... Ich dreh mich die ganze Zeit um, da ist gar nichts auf. Und auf einmal schnackt mich eine Hyäne an. Ja. Fake-Viehzeug, ey. Ey, das kann doch nicht sein. Wo bin ich denn? Du bist verloren. Aber wie weit weg war ich denn? Das kann doch gar nicht sein. Ich laufe und laufe und laufe und laufe und komme einfach nicht zurück zur Basis. Sind wir so weit gelaufen? Nee, ich glaube, du läufst einfach nur falsch. Ich sehe jetzt erst die beiden Statuen.
kam mir jetzt nicht so weit vor, dass wir so weit gelaufen sind. Da hast du einen etwas komplizierteren Rückweg genommen. Möchte ich eigentlich nicht meinen, dass der Rückweg komplizierter war als der Hinweg. Wir sind auch langsam am Folgenende. Ja. Oh Gott, zwei Krokodile. Schnell. Wollt ihr mich verarschen, ey? Oh Gott. Kommst du von oben oder kommst du von da, wo wir gekommen sind? Ich komme aus dem Wasser gleich. Ich sammle, während ich flüchte, sammle ich Sachen zu färben ein. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ich komme! Da, wo hängst du, Mann? Ich würde zu gerne wissen. Ich bin gleich da, ich habe Krokodile im Gepäck. Ja, geil, ich snipe die an. Guck mal, da bist du, da bist du! Ah, ich bin dir aber auch gerade los. Alter, ich habe mich gerade umgedreht, da waren da zwei Krokodile. Oh. Du bist in Sicherheit. Junge, Junge, Junge. Du hast es geschafft. Ja. Mein einsamer Marsch hier, diese Folge. Ja, dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dabei zugesehen habt, wie ich die Beine in die Hand nehme und durch die Gegend renne. War eine gute Session. Ja. Nächste Folge können wir dann hoffentlich mal das machen, was wir eigentlich wollten, nämlich Klamotten färben. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Conan Exiles. Bis später. Bis demnächst. Ciao, ciao.